finde die Situation schon sehr komisch gerade. Komisch im Sinne von lustig? Nee, komisch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Eine Vorstellung zu einem Messer, zu einem Modell aus dem Hause Real Steel. Und zwar geht es heute um das Fossil der Erfolgsreihe, des Erfolgsmodell Megalodon von Real Steel Knives, beziehungsweise vom Ursprungsmodell, dem Boiling Flipper von Carson Tech. Das Megalodon ist ja eines meiner absoluten Lieblingsmodelle, liegt wahrscheinlich in erster Linie an der Optik, am Design, nach all den Jahren. Ich muss es jetzt nur sehen, und zwar an dieser gesamten schwungvollen Linie, diesem genialen Cutout am Framelock, in dieser Titan-Version. Ich werde sofort wieder angemacht von diesem Messer. Dann ist es durchaus auch sehr schneidfreudig. Und die Verarbeitungsqualität mit dem geschlossenen Kugellagersystem von Carson Tech, das ist ein Träumchen. Ist wirklich ein Traum. Dieser hydraulische Klingenlauf, das gefällt mir ungemein gut. Und das hat ja einige Fortsetzungen gegeben. 2017 die Titan-Version, dann ohne die Pins, anderes Kugellagersystem, anfangs Nadellager, dann ich glaube normales Kugellager, M390-Stahl war das, glaube ich. Der Zoll war weg, anderes Finish, auch ein sehr, sehr gefälliges Modell. Und dann gab es die Budget-Reihe mit den G10-Griffschalen. Die gefiel mir soweit ganz gut, ganz klar von der Linie, aber hat mich nicht komplett abgeholt. Hinterließ einfach nicht, solch einen Eindruck. Und dann kam halt irgendwann zum Beispiel das Messermagazin mit der Steeltech-Reihe um die Ecke, hat die wieder aufleben lassen und hat dann auch das Megalodon-Design benutzt, um ihr erstes Modell in diesem Design rauszubringen. Dann mit Carbon Fiber, also Copper Shred, Carbon Fiber, Griffschalen. Ich versuche dran zu denken, euch das Video und überhaupt die Videos zu den Megalodon-Modellen beziehungsweise alles, was sich da so gedreht hat im Laufe der Jahre, mit in die Videobeschreibung zu packen. Ebenso wie, falls ich das, bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon abgehandelt habe, bin gleich ins Labern verfallen. Ein dickes Dankeschön geht raus an Messer und Co., an Dirk Wanger. Dirk hat mir dieses Modell, das Real Steel Fossil, was wir uns gleich ganz in Ruhe angucken werden, rumgeschickt, damit ich das mal testen kann. Vielen Dank dafür, wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Und solltet ihr Bock drauf haben, und ich kann euch absolut empfehlen, hier zuzuschlagen. Im Grunde könnt ihr das Video jetzt unterbrechen, wenn ihr gerade das Geld dafür übrig habt, wenn ihr auf das Design steht, zuschlagen. Das ist ja schon seit letztem Jahr draußen, aber flog so unterm Radar, auch bei mir, aber da verliere ich gleich noch ein paar Worte zu.
Jetzt muss ich erst wieder fangen. Also wie gesagt, Bezug, Link zu Messer und Co. findet ihr in der Videobeschreibung. Das Teil ist halt auch vom Preis absolut gefällig. Wir liegen hier bei knapp unter 60 Euro, glaube ich. Und dafür bekommt man hier ein erstklassiges, wirklich ein erstklassiges Modell. Der direkte Vergleich mal mit dem alten Real Steel Carson Tech. Da sieht man doch gleich, dass die Linie stark beibehalten wurde. Hier halt jetzt Liner Lock, der aber sehr stabil ausgeführt mit fast 2 mm. Und der Choil ist kleiner ausgefallen, was ich super finde. Beide sehr schneidfreudig. Hier sogar der Flachschliff. Alles hat ein super cooles Finish bekommen. Gucken wir uns gleich genauer an. Ja, der Flachschliff sehr fein gehalten. Knapp unter 0,5 mm. Hier auch mal ein paar Infos. Könnt ihr ja mal auf Pause drücken bei Interesse. Da findet ihr so die wichtigsten technischen Daten zum Megalodon Fossil. Und hier halt jetzt die Version mit Canvas Micarta und ja, in der Färbung grünlich, schwarz, sehr natural belassen, fast so eine Art Lakritzton haben wir hier. Und dann halt dieses Stonewash, matte Stonewash Finish, die Hardware schwarz. Hier haben wir noch den Zusatz, da kannst du ganz dünne Kordel, dünnes Lanyard noch anbringen, wenn man das denn möchte. Dickes Paracord wird wirklich schwierig, 55er. Das da durchzufädeln. Frickelig, aber machbar, aber dünneres Cord geht da besser, dass du dir halt ein Lanyard noch anbringen kannst. Und halt, wie gesagt, die Hardware, Schrauben schwarz gehalten, mattes Finish. Sieht absolut genial aus im Look. Die nach der Titan-Version für mich gelungenste und optisch ansprechendste Version, obwohl das Steeltech-Modell mit dem Carbon Fiber ja auch schon spitze aussah. Aber ja, das Fossil mit den Micarta-Schalen, die geben Traktion, die kleben sich schön in die Hand rein. Ach, das ist schon ein geniales Modell hier. Das ist so ungefähr 22 cm Gesamtlänge, schlank gehalten, aber das ist genau mein Beuteschema. Kugellagersystem, läuft blitzschnell. Hier hat man quasi einen perfekten Punkt erwischt. Des Detents, der Haltekraft steht absolut wunderbar mittig. Auch die Platinen, alle im gleichen Finish gehalten. Ohne Ausnahme. Der Clip, ja, sieht einfach genial aus. Ich finde hier wirklich schwerlich etwas, was mir nicht gefällt. Man hätte eventuell hier beim Liner Lock noch ein paar Grooves, ein Jimping anbringen können, damit es beim Endriegeln, das ist nämlich ein bisschen scharfkantig, weniger unangenehm ist. Ansonsten läuft das Ding großartig. Wir haben hier mal nicht gleich das fiese Quietschen, das ganz sauber ab Werk. Also da habe ich wirklich ein perfekt eingestelltes Modell bekommen. Wir haben die Zusatzsicherung am Griffrücken, die du manuell zuschalten kannst. Betätigt man die, dann ist der Linerlock gesperrt bei härteren Arbeiten. Und das lässt sich wirklich ganz wunderbar bedienen, rastet sauber ein, fungiert noch zusätzlich als Jimping, aber nicht so aggressiv wie bei der Steeltech-Variante. Ja, und dann halt diese lange, über 9 cm lange und fähige Klinge, sehr schneidfreudig, 14C28N Sandvik-Stahl. Der hat mich komplett abgeholt, dieses Modell. Und wie gesagt, ich hatte es ja auch schon auf dem Schirm, letztes Jahr schon. Fand ich ganz cool, hab's aber so nach hinten gepackt, so nach dem Motto, ja, wenn's mal günstig auftaucht auf dem zweiten Markt, dann gucke ich da mal. Es tauchte aber soweit nie auf. Also entweder sind die Käufer sehr zufrieden, und das verstehe ich absolut, oder generell war da die Kaufeslust gar nicht so ausgeprägt. Vielleicht wirklich, weil es das Megalodon in so vielen Variationen jetzt am Markt gibt, aber
Ich kann es nicht anders sagen. Für 60 Euro sollte man, wenn man auf das Design steht, zugreifen. Ist für mich die geilste Budget-Megalodon-Version, die es aktuell gibt. Ja, es matcht sich einfach wunderbar. Hier könnte ich vielleicht sagen noch nur das Real Steel Logo. Das ist natürlich dann ein bisschen größer in der Ecke. Den Real Steel Schriftzug bräuchte ich nicht. Aber ansonsten ist das schon okay. Auch rückseitig gefällt mir das weniger schön. E801 Megalodon. Da hätte man einen schöneren Schrifttyp wählen können oder halt noch viel kleiner. Diagonal angebracht, finde ich einfach nicht schön. Ist nicht schlimm, aber macht mich überhaupt nicht an und ich wünsche mir definitiv, dass sie das anders gelöst hätten, vielleicht auf der Innenseite der Platinen oder gänzlich weglassen. Ja gut, aber das ist ja nichts Neues, da tut sich relativ schwerfällig nur etwas. Viele Hersteller möchten das halt, dass das gleich ersichtlich ist, welches Messermodell das ist und es gibt ja auch Leute, Messerfreunde, die finden das toll, dass sie die Infos auf der Klinge gleich finden. Also ist alles nur meine persönliche Präferenz und ist da nicht wirklich Kritik, denn wirklich zu kritisieren, ja, wird schwer hier. Auf der Seite von Messer und Co. steht da, glaube ich, dass dieses Messer, also dieses Modell ist ein wirklicher Hit und hat das Potenzial zum Renner. Und das könnte ich zu 100% unterschreiben, denn hier hast du das sehr gefällige Preis-Leistungs-Verhältnis mit 60 Euro ungefähr, du hast eine sehr anständige Schneid-Performance, saubere Verarbeitung, die tolle Optik über die Linie insgesamt, über das Canvas Micarta. Ja, das Finish an sich, Clip, nicht der schönste, funktioniert aber ganz wunderbar, jedoch nicht umsetzbar und halt auch, wahrlich Spielspaß. Das Teil läuft halt wirklich über das Kugellagersystem, absolut erstklassig, lässt sich wirklich easy bedienen. Das macht schon Spaß. Großartiges Messer bekommt absoluten Empfehlung von mir. Wie gesagt, Messer und Co. bei Interesse einfach mal auschecken. Hier noch ein Größenvergleich zum Real Steel Poltergeist Works Sidos. Das ist ein bisschen kleiner. Auch ein sehr, sehr cooles Modell. Durchaus ähnlich, aber auch ein bisschen kürzer. Das Large Sebenza von Chris Reeve baut dann in der Griffbreite etwas weniger auf, auch was die Klingendicke angeht. Hier das Spyderco Capara, auch ein großartiges Modell, aber doch ein bisschen lütter. Klinge, bisschen weniger Material. Griff, durchaus ähnlich, aber wirkt schon ein bisschen schmaler durch die 3D-Konturierung. Und sehr ähnlich insgesamt von der Gesamtlänge. Das Real Steel Tor, auch was den Griff, was die Klinge angeht. Jo, beides definitiv absolute Erfolgsmodelle. Ich liebe die auch beide. Ich bin auch der Meinung, dass irgendein deutscher Shop, da geht mal so ein Aufruf an die deutschen Shops raus. Die sollten sich wirklich mit Real Steel mal in Verbindung setzen und dann sollte das Modell Thor mal in einer Spezialversion aufgelegt werden, so wie der Michael vom Josiah Shop das gemacht hat mit dem Luna. Da wurden dann ja jeweils 150 Modelle, einmal in Coyote und einmal in grün Canvas Micarta rausgegeben und das Fossil ja jetzt eine offizielle Real Steel Version und cool wäre es, wenn halt das Tor-Modell in einer Green Canvas Micarta Version rauskommen würde. Vielleicht speziell von irgendeinem Shop, das fände ich ziemlich cool oder wenn Real Steel da generell um die Ecke mitkommen würde. Auch das Tor geiles Messer, alles ziemlich geile Eisen, die ich euch hier gezeigt habe. Hier für 60 Euro, absolute Kaufempfehlung. Mit Freuden habe ich das getragen. Es ist ja manchmal so, dass ich ein bisschen
für mich selbst ein bisschen jammere, wenn ich so viele Messer immer am Testen bin, dann fehlt die Zeit, die eigenen Eisen zu tragen, zu nutzen. Und Megalodon gehört zu den Modellen, wo ich mich immer freue, wenn ich es trage. Jetzt hatte ich das, die Fossilvariante in Händen am Mann. Und die hatte jeden Tag durch und durch einfach nur Spaß gemacht. Was für ein großartiges Messer. Jo, die reinste Lobhudelei, absolut zu Recht in meinen Augen. Real Steel, einer meiner Lieblingsmarken, war so, ist so, wird wohl so bleiben. Good job. Jo, und das war's dann soweit. Wer Bock hat, hinterlässt gern mal ein Feedback zum Messer, überhaupt wie er das Megalodon findet, welches da sein Lieblingsmodell ist, oder zu Real Steel, welches da sein Lieblingsmodell ist, oder welche Version er gerne mit Mikata Griffbeschalung zukünftig sehen würde, welches Modell man mal wieder aufleben lassen könnte und so weiter und so fort. Alles klar, und ich bedanke mich dann bei euch, bei all jenen, die dran geblieben sind, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Eisen und verbleibe wie immer mit All Knives Are Great. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.